In Frankreich gehören Austern zu den Feiern am Jahresende. Auf einer echten Tafel dürfen sie nicht fehlen. Seit diesem Jahr gehören die Austern jetzt auch zum immateriellen Weltkulturerbe der UNESCO. Aber nicht alle. Nur die, die aus der französischen Austernhauptstadt Cancale kommen. Sie sind bei Kennern besonders beliebt. Die Schalenweichtiere werden in der Gezeitenzone gezüchtet. Die Flachen sind fester, sie haben einen unnachbar nussigen Geschmack. Die dickeren schmecken anders. Hier in Cancale werden pro Jahr an die 5000 Tonnen Austern gezüchtet. 60 Betriebe geben 400 Menschen Arbeit. Schon seit 700 Jahren gibt es hier Austern. Im Frühjahr, wenn die Pflanzen anfangen zu wachsen, dann wachsen auch die Austern mehr. Sie brauchen Sonnenschein und frisches Wasser. Ist das Wasser zu salzig, wächst die Auster nicht. Dann gibt es auch nicht viel Plankton, also weniger zu essen. Die Austernzucht ist ein wichtiger Wirtschaftszweig in Cancale.